Moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Dead Space. Wir sind immer noch in der Intensivstation und heute beginnt unsere Zero-G-Therapie. Das ist aber nur für autorisiertes Personal und wir wollen natürlich den Therapeuten nicht auf uns warten lassen. Ich lade mal nach, denn ich habe das Gefühl, mich wird gleich was töten. Ach du meine Güte. Die haben ja richtig rumgekritzelt. Beware. Da lang. Gut, dann gehe ich da schon mal nicht lang. The marker will slave us. But it put back. Put it back. Put it back. Put it back. Wahrscheinlich den Marker. Und das ist entweder ein Riesenpenis oder der Marker. Ich würde sagen, es ist ein Riesenpenis. What are you willing to give up your life for? You live for was? Ich glaube schon, ne? What will you giving to up your life for? Okay. Meine Güte, haben die hier eine Sauklaue, aber ich glaube, wenn man kurz vorm Sterben steht und quasi so mit blutigen Handabdrücken an der Wand entlang läuft, dann kann man nicht so auf Schönschrift achten. Also, don't look back. Haha, ich habe zurückgeguckt. Okay. Ach du meine Güte. Das geht ja schon wieder gut los. So ins Forschungslabor. Warnung, erhöhte Strahlung. Chemisches Forschungslabor. Gut, da gehen wir jetzt mal nicht rein. Wir gehen in den Therapiebereich. Ich will da aber gar nicht rein, da ist schon so ein Bild von einem Baby. Und einer hat in den Kommentaren stand vorhin, oder unter der letzten Folge, dass die Babys quasi die Viecher sind mit ihren Riesenschwänzen. Aber was ich nett finde, ist, dass ihr immer mit mir leidet. Also, ein besonderer Dank geht da an Angel, die sagt, dass sie sich jedes Mal erschreckt, wenn ich mich erschrecke. Also auf eine erschreckensreiche Folge! Ende des Vakuums. Was war das? Was war das? Was war das? Ein Vakuum? Ich glaube, das ist nicht gesund, wenn man in einen Vakuumbereich reingeht. Müssen wir da wirklich rein? Okay. Also, ich hoffe, ihr seid bei mir. Ihr freut euch jetzt genauso auf das, was hinter dieser Tür erwartet, wie ich. Die Folge geht schon 3 Minuten und ich bin schon einen Raum weitergekommen. Irgendwie bin ich heute nicht so mutig. Können die Viecher im Vakuum auch überleben? Boah, das sieht schon echt geil aus. Achso, da ist meine Anzeige. Oh Mist. Oh ey, das klingt ja echt eklig. Ja, ist okay. Ich will das jetzt aufmachen. Ne, lauf doch. Oh nein, ich kann keine Luftkanister annehmen, weil... was fortsetzen? Wie nutze ich das? Wie nutze ich das? Uff. Puh. Okay. Irgendwie habe ich immer noch keine Infos und Tipps bekommen, wie man besser mit dem Inventar umgehen kann. Das finde ich nicht sehr nett von euch. Vielleicht wisst ihr es einfach auch nicht. Oder es muss so umständlich sein. Das kann natürlich sein. Oh nein. Der hatte wohl keinen Luftkanister dabei. Geh zu, du Schleusentür. Geh zu. Auf der Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Zero Gravity, you are about to enter the therapy room. Oh nein, jetzt komme ich auch noch in so Gravitationszeug. Isaac, packen wir das? Ja, Lupus, wir kriegen das hin. Isaac hat noch gar nicht geredet, oder hat er schon mal geredet in dem ganzen Spiel? Ja, ganz am Anfang, ne? Nee, auch nicht.
Ach du Scheiße. Will ich da wirklich rein? Eigentlich nicht. Oh, was ist das? Was sind das für Geräusche? Okay. Das macht mich gerade völlig krank. Ich habe Angst, dass wenn ich jetzt in der Schwerkraft bin... Wenn ich jetzt in der Schwerkraft bin, dann greifen mich doch alle Viecher an und ich habe überhaupt keine Art, mich zu verteidigen. Komm. Steuerung. Oh, ist das laut. Kann ich nicht irgendwie Sachen an mich ranholen? Mit Chinese oder so? War das nicht irgendwie so? Ne, wo war denn der Chinese-Knopf? Ja! Kann ich das von hier auch machen? Kann ich den nicht irgendwie wegschießen? Ich will den wegschießen. Passt! Na komm! Ich will mich nicht da rein bewegen. Okay, es hilft wohl alles nichts. Auf Steuerung habe ich den Sprung, ne? Oh, ich glaube gar nicht, wie viel Schiss ich gerade habe. Ich komme hier gar nicht weg. Mein Weg führt mich hier hoch. Und darüber. Kann ich nicht irgendwie so einen Chinesesprung? Was ist das? Was war das denn? Da wird einem ja völlig schlecht bei. Ich will hier hoch. Okay, okay. So, da hinten ist eine Batterie. Die kann ich doch mit etwas. Genau. Und dann hier rein. Ich würde mal zu gern wissen, was da drin ist. Kann ich... Nee, so? Okay. Nee, komme ich gar nicht rein. Kann man denn da so mal reingucken? Oh, mir wird ganz schwindlig. Wird euch auch schwindlig? Oh, guck mal, das ist ja was, was ich... Bin auch ziemlich langsam hier drin. Ach. Na gut. Da komme ich her. Da muss ich hin. Okay, wir gehen mal weiter. Ach du Scheiße. War das von hier? Ende der Schwerelosigkeit. Wieso habe ich das Gefühl, mich tötet gleich irgendetwas, wenn ich hier... Wie öffne ich denn das? Achso, das kann ich gar nicht öffnen. Das wird wohl der Questgegenstand sein. Gut, Sie haben ein Schockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Thermit, um die Barrikade hochzujagen. Scheiße, ich kann auch mir kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Ich will zu meiner Mama. Ich will hier nicht mehr sein. Kann ich das hier nicht irgendwie ablegen? Schema, Flammenwurf, Impulsprojektile, die müllen mir nur mein Inventar voll. Naja, egal.
Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass der Rückweg hart wird. Na, dann kommt mal zu mir. Tritt Schwerelosigkeit. Na los. Da ist er, ich habe ihn gesehen. Jetzt stirb doch mal. Wo ist er? Okay. Nummer 1. Reload. Nummer 2. Reload. 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 Ich geh nochmal zurück. Ende der Schwerelosigkeit. Ich hab hier doch noch Plasmapatronen. Ja. Okay. Eintritt Schwerelosigkeit. Ich mag, wenn die es sagt. Kommt da noch was? Oh, das war ja total mies zu treffen. Oh, orientiere dich. Orientiere dich. Also ich habe hier nur ein Viech erlegt, aber ich bin mit den Nerven völlig am Ende. Öffne dich! Ende der Schwerelosigkeit. Okay, da war nur ein Viech, aber das hat mir echt gereicht. Ich habe so das Gefühl, dass diese blöden Schwerelostkämpfe öfter kommen. Ihr habt zum Glück schon mal eine Sache festgehalten, die ich jetzt auch bitte an dieser Stelle auch noch einmal festhalten möchte. Ich bin bisher noch nicht einmal gestorben. Ich brauche zwar ewig für jeden Weg und bleib immer stehen und guck mich um, aber ich bin noch nicht einmal gestorben. Bis jetzt, natürlich. Bis jetzt. Können die Viecher eigentlich auch hier überleben? Ja! Ja, können sie! Ja! Ja! Nein! Ja! Stirb! Kann ich nicht so treten. Ja? Wieso können die hier überleben? Ich dachte, hier ist... Ich dachte, hier gäbe es keine Luft. Uah! Die Kämpfe sind ja richtig unter Zeitdruck. Ende des Vakuums. Oh. Geschafft. Ich lebe noch. Irgendwie. Ich fühle mich innerlich tot, aber ich lebe noch. Glibber nicht so herum. Okay, ich muss wieder zurück. Wieso kann ich eigentlich in den Raum da nicht? Also nicht, dass es mich stören würde, aber ich speichere mal ganz kurz. Oh, ich schwitze wie ein Iltis, echt. Ganz schlimm. Aber ich habe alles, um die Barrikade aus dem Weg zu springen. Kann ich jetzt eigentlich, jetzt wo ich die... ich habe so eine Map entdeckt. Ich hoffe, das war hier in meiner Karte, das Geräusch. Wo muss ich denn jetzt hin? Kann man das hier irgendwo sehen? Barrikade zerstören ist der kleine blinkende Plupsi. Aber den sehe ich hier nirgendwo. Wo muss ich denn hin? Das ist ja ein ekliges Geräusch. Okay, genug gedrückt. Wir gehen mal weiter. Was? Nein, das ist natürlich nicht lustig. Da sinkt irgendjemand in den Lüftungsschächten. Das ist extrem creepy. Ich
hab ihn gesehen, ich wollte sagen, da ist ein Viech drin. I. Da lebt irgendwas in ihm. Hört ihr das? Es wird immer lauter. Hört ihr das? Diese sphärischen Klänge? Ich bin ein Künstler. Seht ihr das da hinten? Muss ich da wirklich wieder runter? Ja. Ich muss den ganzen beschissenen Weg zurück. Oh, das war nur der Arm. Das war nur der Arm. Nein! Nein! Ich will nicht mehr. Ich will nach Hause. Dadurch, dass die sphärischen Klänge jetzt weg sind, macht es irgendwie das Ganze auch nicht besser. Aber jetzt haben wir zumindest mal gesehen, wie die Viecher aussehen, wenn die da in den Lüftungsschächten stecken. Nicht, dass ich mich deswegen weniger erschrecken würde. Da ist keiner drin. Oh, ganz schnell hier raus. In den nächsten Raum. Ach, du liegst da immer noch. Psst. Wo ist er? Was seid ihr denn? Ich glaube, ich verschwende meine Munition nur an die Viecher. Egal, verschwenden wir sie. Was seid ihr denn? Ey, Musik. Psch. Das Herz in dem Ding geht gerade volle Kanne an, aber nicht nur das. Oh, was ist das? Oh. Okay. Kuh. Yes. So, nehme ich jetzt das große oder das mittlere? Ne, ich habe mein mittleres noch. Also ich nehme die kleinen. Das ist gut. Ey, die Folge ist wirklich nichts für mich. Die ist ja richtig creepy. Warum müssen die Viecher, die neu kommen, eigentlich alle auf einmal einführen? Könnt ihr mir das mal verraten? Könnt ihr nicht so nacheinander? Gemütlich? Nein, Vakuum, Schwerelosigkeit, Zeitdruck, Monster leben in der Schwerelosigkeit. Sphärische Klänge und dann auch noch diese kleinen Mini-Mistviecher. Ich glaube, ich habe die Folge ziemlich gut zusammengefasst. Und mit dieser Zusammenfassung verabschiede ich mich von euch. Denn hier ist meine rettende Speicherstation. Also, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt nicht so... Sorry, wie erfuhr. Auch wenn ich jetzt nicht so schnell vorangekommen bin. Aber, alter Scholli, ich bin völlig mit den Nerven am Ende. Ich trinke jetzt erstmal was und wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder, wenn es weitergeht bei Dead Space und wir aus der Krankenstation diese Barrikade in die Luft jagen und ich glaube dann in das Leichenschauhaus oder sowas gehen. Yippie, yay, yay, Schweinebacke. Bis dahin. Ciao.